Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum digitalen Tag der Ausbildung bei der Firma Bieler 2020. Es ist ja heuer alles ein bisschen anders, wie es normal laufen würde. Also es ist eine kleine Premiere, weil normalerweise ist das ja bei uns in der Lehrwerkstatt in Füssen, wo ihr euch normalerweise ein Bild von unserer Firma machen könnt und uns kennenlernen. Aber jetzt ist natürlich das alles ein bisschen anders und jetzt probieren wir es auf dem Wege. Und ihr dürft euch jetzt gerne, ich sehe, es sind ja ein paar zugeschaltet schon, und ihr dürft gerne mal kurz schreiben, von wo ihr euch zugeschaltet habt. Das finde ich ganz interessant. Dann, ja, zu mir. Ich bin, mein Name ist Marius Kellner, bin 34 Jahre alt, bin jetzt seit einem Jahr Ausbilder bei der Firma Bieler. Und betreue mit meinem Kollegen Peter Neumann zusammen die drei gewerblichen Berufe, den Mechatroniker, den Elektroniker für Automatisierungstechnik und den Industrieelektriker. Ja, mir gefällt es sehr gut bei der Firma Bieler, habe auch meine Ausbildung hier absolviert, bin gelernter Mechatroniker, war zweite Ausbildung, bin ein Spätzünder. Habe ein Studium davor absolviert als zum Mediendesigner und bin jetzt seit einigen Jahren aber im mechatronischen Bereich tätig und habe davor, ich die Ausbildung, die Stelle zum Ausbilder angefangen habe, war ich in der Vormontage in Füssen tätig, habe dort Reparaturen von NC-Baugruppen und anderen NC, also überhaupt Reparaturen dort durchgeführt. Ja, warum habe ich Mechatroniker gelernt? Ich finde, es ist ein sehr, sehr vielseitiger Beruf, der mich dann irgendwo anzogen hat. Ich bin selber, kann mich nie auf eins so richtig entscheiden, und da kommt natürlich diese Fusion aus mehreren Parts mir super entgegen. Und genau, jetzt würde ich aber gleich sagen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir die, weil dafür, denke ich, ist die ganze Aktion am besten geeignet. Denn alle Informationen zu den einzelnen Berufen, zu Themen, die euch interessiert, da findet ihr euch ganz viel auf unserer Website www.bieler.de. Und hier habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, dass ich euch direkt eine Antwort auf eure Fragen gebe. Insgesamt im Livestream, in der Beschreibung, unten im Video findet ihr die Kontaktdaten, und dann schauen wir mal. Jetzt hat der Alex geschrieben, der ist aus Vils, also kommt schon einer aus Österreich, ein internationales Publikum. Super. Ja, vorhin hat man ja noch eine Frage bekommen vom Lukas. Wird die Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt? Ja, das wird sie. Also man bekommt zu Beginn der Ausbildung seine Arbeitskleidung gestellt, mit der man dann jeden Tag seine Arbeit verrichtet. Also im gewerblichen Bereich, muss ich sagen, jetzt ein technischer Produktdesigner kriegt auch ein T-Shirt, aber keine Arbeitshose. Bloß wenn er dann in der Werkstatt ist, wird auch ausgerüstet mit allem, was er braucht. So, jetzt hagelt es Fragen. Worin unterscheidet sich der Werkzeugmechaniker und der Mechatroniker eigentlich genau? Das fragt der Alex. Die unterscheiden sich dahingehend, der Werkzeugmacher ist bei uns ein Spezialist, was die Metallverarbeitung und die Montage angeht. So eine Maschine besteht ja aus ganz vielen einzelnen Teilen. Und wie vorhin wurde es ja auch schon in einem früheren Beitrag erklärt, dass also ein Werkzeug, wo fange ich da jetzt am dümmsten an? Also so eine Bieler Maschine stellt ja, wir bauen die Maschinen hier bei uns in der Firma. Und diese Werkzeuge, die dann am Schluss die Produkte herstellen, ich habe jetzt da von einem fleißigen Helferlein kleines Modell da bekommen. Das wäre jetzt also eine Bieler-Maschine. Das ist
im Maßstab 1 zu 20. Und da sind jetzt ein Haufen Teile drauf. Und das, was hier so blau dargestellt ist, ist das Werkzeug, das sogenannte Werkzeug. Und der Werkzeugmacher, der ist natürlich dafür da, dass dieses Werkzeug hergestellt wird. Da wird gefertigt, montiert und dann alles feinjustiert, dass am Ende ein Teil, ein Standsbiegeteil oder ein Verbundprodukt da aus der Maschine fällt. Und der Mechatroniker, also so eine Maschine, die braucht einen elektrischen Antrieb, die braucht eine Steuerung, die braucht eventuell Ölschmierung, da gibt es Druckluft. Und dass die Komponenten dann alle auch funktionieren und das in Betrieb genommen wird und montiert wird, dafür, da kommt dann der Mechatroniker zum Einsatz, der weiß vor allem ein bisschen was. Also es geht dann in den Fertigungsbereich nicht so tief wie beim Werkzeugmechaniker. Und genau in den ganzen metallischen, mechanischen Gebieten. Dafür halt eben in der Elektrotechnik und auch in der Steuerung. Es wird dann SPS programmiert, es wird verdrahtet, es wird in der Ausbildung gelötet. Das ist auch bei uns jetzt so, dass die Mechatroniker eben auch von uns elektrotechnischen Ausbildern betreut werden. Und die absolvieren ihre Grundausbildung eben gleich einmal bei uns. Ich hoffe, die Frage ist so ein bisschen beantwortet worden. Jetzt gibt es ja gleich ein paar mehr. Lernt man auch das Programmieren von Bielermaschinen? Auch das ist jetzt relativ frisch. Also in der Ausbildung war es bisher nicht so tief drin, dass das jeder gelernt hat, aber das wird jetzt gerade aufgebaut und ins Leben gerufen, dass die Auszubildenden, die Elektroniker und die Mechatroniker eben auch das Programmieren von unserer eigenen Steuerung lernen, die VC1, unterscheidet sich relativ deutlich von anderen Steuerungstypen und das ist jetzt auch im Zuge der Ausbildung, dass man es mal kennenlernt. Wirklich dann programmieren wird dann in den Abteilungen erst eventuell vonnöten sein, weil das recht komplex ist und ja, den Rahmen eigentlich in der Ausbildung schon fast ein bisschen übersteigen würde. So, dann haben wir eine Frage. Kann man die Ausbildungszeit bei der Firma Bieler verkürzen? Ja, das kann man. Und zwar ist dann halt die Leistung ein bisschen verantwortlich dafür. Also man muss sehr gute bis sehr gute Leistungen in der Berufsschule, aber auch im täglichen, im Betrieb einfach vorzeigen oder aufweisen können. Und dann ist ein Verkürzen möglich, weil das ist natürlich, also nicht nur, weil man das ausselektieren will, sondern weil man natürlich ein halbes Jahr einfach nicht mitbekommt von der Ausbildung und die Inhalte natürlich jemand für die Prüfung ja vorlernen muss. Und das ist jetzt nicht für jedermanns, nicht jedermanns Sache. Aber wenn man sieht, der hat das leistungstechnisch im Griff, ist das durchaus gar kein Problem. So, dann haben wir noch der Alexa, der hat Fragen über Fragen. Muss man einen Einstellungstest machen? Nein, den muss man bei uns nicht mehr machen. Der wurde letztes Jahr Bewerbungsjahr ist der abgeschafft worden, weil man einfach gesagt hat, das ist nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Plus ist es natürlich für uns, also gerade das Praktikum, das Schnupperpraktikum nimmt immer einen höheren Stellenwert ein, weil das ja für beide Seiten, sowohl für euch als Bewerber und vielleicht zukünftige Azubis, als auch für uns eine super Möglichkeit ist, euch kennenzulernen und einfach zu sehen, wie ihr an Probleme herangeht, wie ihr einfach seid. Und ihr kriegt einen Einblick, wie wir sind und wie die Firma Bieler ist und ob es euch da gefällt. Und dann ist es natürlich aussagekräftiger als ein Test. Und so hat man das jetzt abgeschafft.
Der Marian fragt, wie oft ist man in der Berufsschule oder im Betrieb? Das ist bei uns in den elektrotechnisch-gewerblichen Berufen, wir haben Blockschule. Das ist einmal im Monat, immer eine Woche. Bei den Mechatronikern ist das alles in Kempten, also vom ersten Lehrjahr bis zum vierten Lehrjahr ist alles in Kempten. Bei den anderen zwei Berufen, beim Industrieelektriker und beim Elektroniker für Automatisierungstechnik, die teilen sich das erste Lehrjahr, also sind gemeinsam in der Berufsschule in Kaufbeuern, weil die Inhalte die gleichen sind. Und ab dem zweiten Ausbildungsjahr geht dann der Weg auseinander, weil die einen, die Elektroniker, sehr stark dann in das Datenverarbeitende und ins Automatisieren gehen und die Industrieelektriker in die ganze elektrische Sicherheitsschiene tiefer einsteigen und dann natürlich im zweiten Lehrjahr auch schon bald ihren Abschluss machen. Und den Rest der Zeit ist man im Betrieb, also in der Lehrwerkstatt oder in den Abteilungen. So, der Alex fragt, wie viele Stunden pro Woche muss man in der Ausbildung arbeiten und wie hoch ist die Vergütung? Also wir haben eine 38-Stunden-Woche. Wir arbeiten von Montag bis Donnerstag jeweils 8,25 Stunden, also 8 Stunden 25. Und am Freitag sind es 5 Stunden. Also kommt summa summarum 38 Stunden. Und die Vergütung ist im ersten Lehrjahr so an die 1.000 Euro brutto. Im zweiten Lehrjahr, also das steigert sich dann über die Ausbildungszeit immer so um 50 bis 60 Euro, wobei man dann im letzten Ausbildungsjahr so an die 1.200 Euro knapp brutto verdient. So, da fragt jemand, was sind die Weiterbildungsmöglichkeiten? Ja, die sind natürlich recht vielseitig. Also da ist viel möglich. Zum einen natürlich kann man den Techniker machen im jeweiligen Sektor. Also der Mechatroniker könnte den Techniker in Elektrotechnik machen, auch in der Mechanik, der ist ja in beiden drin. Oder auch den Mechatroniker, den Techniker. Beim Industrieelektriker ist es so, dass er Techniker auch möglich ist. Jedoch dadurch, dass er ein zweijähriger Beruf ist, muss dort eine höhere Berufserfahrung noch vorgewiesen werden. Also muss ein bisschen länger gearbeitet werden und dann kann das aber auch gemacht werden. Elektroniker ebenfalls, kann Technikerschule besuchen, man kann den Meister machen, man kann natürlich die BOS anschließend machen, also auf die Schule gehen und auch dann studieren gehen auf einer Fachhochschule und einen akademischen Titel machen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Der Florian Schuster fragt, was? Grüße gehen raus an meinen Kollegen Peter Neumann, okay, die richte ich ihm aus, da wird er sich freuen. Zu Weiterbildungsmöglichkeiten, es ist ja auch schon möglich, eine Berufsschule plus während der Ausbildung zu besuchen. Das heißt, ein Fachabitur während der Ausbildung zu machen. Das muss allerdings recht früh entschieden werden, weil das fängt mit dem Beginn der Ausbildung an. Und da macht man dann neben dem Arbeiten und neben der Berufsschule sein Abitur, da gibt es eine Schule in Marktoberdorf und da kann ich über die 3 Jahre mein Fachabitur machen und habe dann mit Bestehen meiner Facharbeiterprüfung und Berufsschule auch Fachabitur und kann dann sofort zum Beispiel eine Fachhochschule besuchen. Dann wird gefragt, hat man auch Kundenkontakt? Auch das mit Ja beantworten. Also wenn ich in Halblech meinen Abteilungsdurchlauf mache und bin dort im Werkzeugbau tätig, da kommen ja täglich Kunden und sind an den Maschinen und ich als Azubi bin ja auch dort vor Ort und komme dann somit auch mit Kunden in Kontakt. Aber das ist eine sehr interessante Geschichte auf jeden Fall.
Dann eine wichtige Frage hier, an wen muss ich meine Bewerbung richten? Das wäre bei uns die Ausbildungsleiterin, die Frau Schindler. Die Kontaktdaten von der Frau Schindler sind in der Stream-Beschreibung aufgeführt und dort an die kann man dann die Bewerbungsunterlagen schicken oder mit ihr auch ins Gespräch gehen und noch Unklarheiten beseitigen. So, ab wann mache ich denn den Abteilungsdurchlauf? Das ist bei uns im Elektrobereich so, dass die Auszubildenden die ersten 6 Monate, wenn sie anfangen, bei uns in der Lehrwerkstatt sind. Und um die Grundkenntnisse eben zu erlernen, wie Verdrahten, Löten, Schaltpläne lesen, überhaupt elektrische Sicherheit, also alles Mögliche. Und nach diesen 6 Monaten, nach diesen Basics, werden bei uns die Azubis gleich mal in die Abteilungen rausgegeben, weil das natürlich enorm, da ist die Praxis, da findet die Praxis statt. Und das ist enorm gut. Und die Azubis kommen dann immer zur Prüfungsvorbereitung und einzelnen Lehrgängen, was immer noch stattfinden, wieder zu uns in die Lehrwerkstatt zurück. Und das sind eben im zweiten Ausbildungsjahr die AP1, also die Abschlussprüfung Teil 1. Die Zwischenprüfung wird dort vorbereitet. Die Abschlussprüfung Teil 2 dann im dritten bzw. vierten Lehrjahr. Genau. Jawohl. Gibt es noch Fragen an mich? Kann gerne immer gefragt werden noch. Bevor ich das vergiss, weise ich gleich darauf hin, es gibt ein Gewinnspiel, das läuft. Und zwar kann man da einen ziemlich tollen Preis gewinnen. Das sind Beats-Kopfhörer. Und was ihr dafür machen müsst, ist ein Bieler-Teil euch rauszusuchen. Also könnt ihr gerne natürlich auf der Website auch recherchieren. Aber jeder von euch zu Hause hat ein Bieler-Teil oder ein Teil, was auf einer Bielermaschine gefertigt wurde. Und da einfach ein kreatives Bild zu machen und das nachher einzureichen. Da gibt es auch weitere Informationen in der Beschreibung. Aber das ist auf jeden Fall ein toller Preis und mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt kommen noch ein paar Fragen. Also der Alex fragt, wo arbeitet man während bzw. nach der Ausbildung? Ihr habt ja neben Halblech auch ein Werk in Füssen. Ja, also man arbeitet während der Ausbildung, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, die Lehrwerkstatt befindet sich ja in Füssen, also im Werk Füssen, wo sich auch der Maschinenbau befindet. Und dieser Abteilungsdurchlauf, je nach Beruf, also der Mechatroniker kriegt natürlich in mehrere Abteilungen Einblick, auch in die mechanischen, in die Montagen, sowohl in Halblech als auch in Füssen. Und das ist sehr ausgewogen, je nachdem, wo die Abteilung halt befindet. Und danach da kristallisiert sich, denke ich, für jeden individuell raus, in welcher Abteilung er sich da gut aufgehoben fühlt, wo auch seine Stärken liegen. Das wird natürlich auch dann von uns verfolgt. Und wenn man zum Beispiel jetzt sieht, jemand ist in der Vormontage, macht sich der sehr gut und tut sich da leicht und ist eine gute Arbeitskraft auch einfach dort, dann schaut man, dass man vielleicht dort einfach die Verbindung schafft und der dann danach in dieser Abteilung dann auch tätig ist. Aber im Grunde hat da jeder auch ein Mitspracherecht und kann seine Wünsche äußern. Man schaut eigentlich immer, dass es für die Abteilung, aber natürlich auch für den Azubi eine gute Lösung gibt. Ja, die Lisa fragt, wie lange ist denn die Ausbildung? Die Probezeit beträgt bei uns 4 Monate und die Zeit ist natürlich dafür da, für euch zum Schauen, ist das was für mich, dieser Beruf, habe ich mich da richtig entschieden. Und für uns natürlich auch zum Sehen, okay, macht das Sinn? Also das hat
denke ich jetzt mal, noch keinen Fall geben, wo es da hart gefehlt hat. Aber es, die Probezeit ist ja auch so besonders, weil in der Zeit eben andere Kündigungsfristen gibt und überhaupt der ganze Ablauf einer Kündigung anders ist. So, wie viele Azubis gibt es bei Bieler im Elektrobereich? Wir haben pro Lehrjahr ab jetzt Stand 20, also jetzt im kommenden Lehrjahr 2021, haben wir 6 Mechatroniker, 4 Industrieelektriker und, also und 2 EAT, also Automatisierungstechniker. Es ist bei uns aber auch so, dass wenn sich jemand beispielsweise auf den Industrieelektriker bewirbt und auch dort anfängt und man sieht jetzt, der hat da gutes Potenzial und tut sich in dem Beruf leicht und die Leistungen in der Berufsschule sind zum Beispiel sehr gut und auch im Betrieb fällt ihm die Arbeit leicht von der Hand, gibt es da die Möglichkeit eben, den auf den Elektroniker für Automatisierungstechnik aufzustocken. Die Verteilung, sagen wir jetzt Mädels und Jungs in den einzelnen Berufen, es ist mittlerweile noch überwiegend jungslastig, aber wir haben tollerweise immer Mädels auch in den Berufen, in den einzelnen Berufen dabei, also sowohl Mechatronikerinnen, auch als Elektronikerin und Industrieelektrikerin. Und mein Eindruck ist, dass es den Mädels super gefällt und dass die sich auch wirklich, also da gibt es keinen Unterschied. Und von der Arbeit, wenn es jetzt körperlich ist es jetzt nicht so extrem bei uns, also kann das auch jeder bewerkstelligen und daher fällt es eigentlich nicht auf. Und es wäre schön, wenn sich auch noch mehr Mädels für die Berufe irgendwie interessieren und das einfach auch mal ausprobieren würden, weil da kämen wahrscheinlich einige drauf, dass das ihnen ganz gut liegen würde. Gibt es als Azubi Gleitzeit? Für Leute, die nicht wissen, was Gleitzeit bedeutet, das ist quasi im Jahr. Man hat ja, wie ich vorhin erklärt habe, eine wöchentliche Arbeitszeit. Diese 38 Stunden sollte man also in der Woche irgendwie bewerkstelligen. Und wenn jetzt natürlich mal mehr Arbeit anfällt oder aber auch mal, ich sage mal, später kommen muss, dann kann ich eben das mit dieser sogenannten Gleitzeit handeln. Und ich kann als Azubi Gleitzeit aufbauen. Wir haben das allerdings so, dass in der Lehrwerkstatt jetzt erst einmal das ein bisschen zu Beginn noch nicht so frei ist, aber sobald in den Abteilungen dann die Azubis sind, kann man dann bis zu 20 Stunden plus Gleitzeit aufbauen, also 20 Überstunden, aber auch, wenn es mal blöd läuft, bis zu 20 miesen. So, was haben wir da noch für Fragen? Da ist die Frage eben nochmal, wie würde eine Ausbildung mit Berufsschule Plus ablaufen? Das ist eben so, dass man das melden, also der muss sich eigentlich der Azubi selber drum kümmern, um diese Berufsschule Plus. Man kann das natürlich, man kann da unterstützen. Es ist wichtig, dass man darüber redet, weil es eine relativ hohe Belastung ist. Also das schafft und macht auch nicht jeder. Und dann muss man sich da anmelden und auf die Berufsschule gehen, Berufsschule Plus. Und dort am Mittwoch ist es, glaube ich, immer am Abend und Samstag also die Schulbank drücken und pauken. Mit dem Bonus, dass man dann nach den 3 Jahren und der Ausbildung dann sein Abi, Fachabi in der Tasche hat. Muss man Überstunden machen? Jein, also das ist natürlich auch sehr abhängig, in welcher Abteilung ich bin und wie die Auftragslage ist. Und wenn natürlich viel Arbeit da ist, dann ist es
schon mal vonnöten, dass man mehr mit anpackt. Und im Rahmen der, das ist ja auch mit Jugendarbeitsschutzgesetz und so weiter, eben muss es einen Rahmen geben. Aber es ist auch auf jeden Fall mal notwendig, dass man vielleicht am Nachmittag nur mal eine Stunde bleiben muss. Oder der Abteilungsleiter kommt und sagt, du, wäre super, wenn du morgen um 6 Uhr kommst und mir dann gleich da anpacken. Und das kann aber bis um 4 Uhr oder 4:30 Uhr mal gehen. Also natürlich darf man nicht über seine 10 Stunden kommen. Und unter 18 gibt es natürlich strengere Auflagen, aber da schauen wir schon immer drauf. Und oft ist es auch so, dass die Auszubildenden auch gern mal Überstunden machen, weil man die natürlich dann auch wieder, wie ich es vorhin gesagt habe, als Gleitzeit einlösen kann. Was haben wir da noch? Dürfte ich als Azubi auch mit normaler Kleidung arbeiten, also in Jeans und Jogginghose? nein. Also wir haben da schon einen Kleidungskodex. Das ist zum einen natürlich einfach, dass man arbeitstaugliche Kleidung anhat und dadurch, dass auch Kunden bei uns in der Firma sind, ist es natürlich nicht so toll, wenn da einer in der Jogginghose an der Maschine oder beim Fräsen steht. Zumal das ja auch blöd wäre, wenn man schweißen geht und sich seine schöne Hose kaputt macht. Oh, habe ich eine Frage überlesen. Alex möchte noch wissen, mit den Übernahmechancen. Also die Übernahmechancen sind natürlich auch also immer abhängig von der wirtschaftlichen Lage, aber im Normalfall, und das ist ja in einem sehr hohen Prozentsatz der Fall, sind die Übernahmechancen eigentlich bei 100%. Das bedeutet, nach der Ausbildung, sofern der Auszubildende es natürlich auch möchte und nicht auf die Schule will, schaut man, dass man in der Abteilung dann übernommen wird. Und wobei das zuerst ein befristetes Arbeitsverhältnis ist, was aber dann im Laufe der Zeit auch geändert wird, sofern die Lage und alles das erlaubt. Hofft die Frage ist jetzt beantwortet. Ja, falls natürlich jetzt noch Fragen kommen und ich die Zeit ist ja auch jetzt dann gleich aus und dann könnt ihr das natürlich immer stellen per E-Mail oder auch per Telefon. Wir sind ja telefonisch zu erreichen, fachlich. Gerne bei mir und dem Herrn Neumann zu Fragen zum Mechatroniker, Elektroniker oder Industrieelektriker. Natürlich in den anderen Bereichen bei unseren Kollegen. Und wenn es generell Fragen gibt oder Anliegen, dann bei der Frau Schindler. Das ist eben die Ausbildungsleitung und macht die ganze administrative Arbeit. Und da ist auch alles zu Bewerbung und Co. Ansonsten könnt ihr auch die Kommentare dann noch erweitern. Man kann da mal die nächsten Tage noch reinschauen und wenn es geht, die auch noch beantworten. Ansonsten möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit und vielleicht hört man ja von dem einen oder anderen etwas. Und was ich noch erwähnen will, ganz wichtig, das habe ich ein bisschen untergangen. Das Wichtigste, was ihr wahrnehmen könnt, ist ein Betriebspraktikum zu machen. Und das ist, wie gesagt, recht unkompliziert und leicht möglich. Einfach wirklich Kontakt mit uns aufnehmen. Wir finden eigentlich immer einen guten Zeitraum, wo das neu passt. Und dann kann man da ganz unkompliziert mit einem Schulauftrag am besten, also einem Praktikumsauftrag von der Schule, bei uns ein Praktikum machen. Wenn man das freiwillig machen will, muss man über 15 sein. Ansonsten ist das nicht so ohne weiteres möglich. Aber am besten bei uns melden. Das war's von mir und noch einen schönen Abend. Ciao.